Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf The Creative Simon und zu einem weiteren Redstone Tutorial. Ja, heute möchte ich euch mal diesen Looping mit dieser Achterbahn zeigen. Das war ein Wunsch von einem Zuschauer, wie immer der Aufruf von euch. Wenn ihr Vorschläge habt oder Wünsche, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Ja, das hier ist ein Looping, inspiriert von einem lieben Rumrum, glaube ich. Der hat eine Achterbahn mit Looping gebaut für den Redstone Freizeitpark von The Joycraft. Den solltet ihr mittlerweile ja auch kennen. Und der funktioniert ganz ohne Command-Blöcke, sehr leicht, sehr simpel. Und ja, das zeige ich euch heute mal. Hier habe ich mal den Looping rausgenommen. Der ist jetzt hier noch relativ klein, funktioniert aber auch. Wenn wir uns mal einen Minecart wieder nehmen, können wir auch den mal testen. Ohne die ganze Achterbahn. So, grün ist hier. Und zwar setzen wir uns hier einfach rein und fahren hier einmal rum. Das Ganze ist mit Slime-Blöcken realisiert. Das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Und hier hinter dieser grünen Wand, die ganz unauffällig hier platziert wurde, ist natürlich auch noch was. Und zwar haben wir hier einmal die ganze Form ohne Drum und Dran, beziehungsweise die Technik an sich. Ja, wie ihr schon seht, sehr, sehr klein. Ich sehe gerade sogar, der Block muss auch nicht da sein. Und das hier ist jetzt wirklich auf das Minimale, glaube ich, reduziert, was an Blöcken weg kann. Also ihr seht, das ist der Looping mit Design. Und das ist der Looping ohne Design. Wichtig ist, wenn ihr selbst ein Design macht, ich werde die Welt auch zum Download stellen, dass ihr aufpasst, dass ihr hier keine Blöcke normal dran platziert. Sagen wir, ihr habt hier jetzt Blöcke mit dran, die werden dann mit verschoben und dann könnte der Looping unter Umständen nicht mehr funktionieren. Ja, wir testen das hier auch nochmal aus. Das sollte ganz leicht klappen. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir schon mal über zum Tutorial. Für das Ganze brauchen wir 4 Redstone, 1 Repeater, 8 Redstone-Fackeln, 2 Stick-Pistons, 4 Redstone-Blöcke, 4 Schienen, eine Detektorschiene, 14 Powered-Rails, 1 Obsidian, 2 Slime-Blöcke, 6 Barrieren und ein Baumaterial unserer Wahl. Anfang tun wir hier vorne mit einem kleinen Tower, der ganze 5 Blöcke hoch ist. Und die untersten 4 können wir danach auch wieder entfernen, da die nur jetzt zum Hochbauen waren. So, weiter geht's dann nach hier unten, denn das ist der Start für unser Minecart später in den Looping. Hier dann unsere Redstone-Blöcke in dieser Anordnung hier hin, eine Detektorschiene hier hin und hier dann unsere ersten Powered Rails, die dann später für die Runterfahrt gedacht sind. Weiter geht's dann hier mit einer Powered-Schiene und einem normalen Block hier hin, mit einer weiteren Powered-Schiene obendrauf. Jetzt brauchen wir einmal unser Obsidian, das kommt an diese Stelle hin. Und zwar platzieren wir da auch einmal eine Schiene drauf, die wir danach wieder entfernen. Und dann geht es hier unten im Untergrund weiter mit einem Repeater auf 4 Ticks, der dann hier in diesen Block reingeht und hier hinter 3 weitere mit Redstone drauf. Und hier vorne dann eine Fackel, die diese Fackel ausschaltet. Und hier an dieser Stelle kommt dann unser erster Piston hin. Und darauf dann unsere Slime-Blöcke, beziehungsweise unser erster Slime-Block. Und der zweite kommt hier oben nach diesem Fackeltower, den wir hier nach oben führen. Ganz simpel, ganz leicht Fackeln mit Blöcken übereinander. Das sollte jeder hinbekommen. So, die letzte sollte dann hier aus sein. Hier oben kommt dann der Sticky Piston drauf mit dem Slime Block. Von hier aus gehen wir dann 2 nach vorne und brauchen jetzt unsere Barrieren. Wie ihr die bekommt, seht ihr jetzt einmal eingeblendet mit diesem Command. Und zwar bauen wir die hier an dieser Stelle so einmal nach oben, dann gehen wir 2 zur Seite und dann hier wieder nach unten, zack und zack. Und hier, das ist der ganze Trick des Ganzen auch, macht das Minecart eine kleine Drehung bzw. Kurve und landet damit dann nicht auf dieser Seite, sondern auf der anderen Seite. Das seht ihr hier ganz gut. Hier brauchen wir dann noch Blöcke mit Redstone-Fackeln dran, die das Ganze bepowern. Die platzieren wir einfach ganz simpel hier. Einfach Redstone-Fackeln dran, 1 und 2 und schon sind die hier beide bepowert. Wichtig, die Blöcke wieder entfernen, ansonsten bleibt euer Minecart natürlich hier hängen. Ja, dann geht's nach unten, das machen wir von hier aus und zwar auch mit 2 Blöcken nach vorne wieder. Ein Block dann nach unten, damit euer Minecart hier an dieser Stelle gestoppt wird. Dann wieder 2 nach unten und von hier aus könnt ihr das dann wieder weiterführen und zwar einmal so und dann geht es hier ganz normal nach unten und zwar mit Powered-Schienen, 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 Powered-Schienen und die hier darf nicht gerade sein, deshalb einmal den Block weg, Powered-Schiene, Block hin und schon seid ihr fertig damit.
Dann hier unten wieder eine kleine Kurve, damit das Minecart wieder aus dem ganzen Looping rausfährt. Und hier dann wieder nach oben. Ungefähr auf gleicher Höhe mit den linken sollte das jetzt sein. Und schon hätten wir das Ganze eigentlich fertig. Wenn wir die beiden jetzt noch platzieren, sollten eigentlich alle eure Schienen weg sein. Ihr könnt das natürlich jetzt hier direkt um die Kurve führen, aber ich würde es euch raten, erstmal hier nach oben und dann raus aus dem Looping zu führen. Wieder vorne im Beispiel. Und das Ganze gibt es ja auch zum Download, wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt. Aber ansonsten könnt ihr das so ganz simpel nachbauen und schon wären wir damit fertig. Und das Ganze, würde ich sagen, testen wir jetzt auch mal. Wenn wir unser Minecart hier mal in die Hand nehmen und es hier platzieren, können wir einmal hier runterfahren, werden nach oben geschleudert und das Ganze funktioniert 1A. Das Ganze sollte sogar ohne Spieler auch funktionieren. Das bedeutet, falls ein Spieler mal nicht einsteigt und das Minecart trotzdem losfährt, sollte es keine Probleme geben. Yep. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.